Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zu einem neuen Update meiner Anime- und Manga-Sammlung, aka Sailor Cat kauft viel zu viel Zeug. Das letzte Update ist ja schon wieder eine Weile her, wir haben eine große bunte Auswahl an Zeug, also lasst uns doch direkt anfangen. Und zwar, als erstes haben wir den Manga Boys Run the Riot, Band Nummer 1 und 2. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank an Carlsen, die mir die Bände als Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt haben. In dem Manga geht es um einen Transjungen und das hat gleich mein Interesse geweckt, denn ich persönlich beschäftige mich gerne mit LGBTQ+-Themen. Und gerade zum Thema Transgender findet man ja recht wenig Geschichten. Der Manga wurde auch von einem Transmann geschrieben, nämlich Keito Gaku. Bisher sind auf Deutsch 3 Bände bei Carlsen erschienen, insgesamt werden es 4, ist also eine kurze Reihe. Die bisherigen Manga kosten 10 Euro, da es Großformat ist. Aber nun zur Story. Es geht um den Transjungen Rio, der aber nicht geoutet ist. Sein Umfeld nimmt also an, er sei ein Mädchen. Eines Tages kommt ein neuer Mitschüler namens Jin, das ist der hier. Der ist sitzen geblieben und alle halten ihn für einen Rüpel oder Loser. Die beiden merken, dass sie sich für Kleidung interessieren und gründen kurzerhand ein Modelabel. Ich muss ja sagen, Fashion ist nicht ganz mein Thema, aber langweilig war es auf keinen Fall. Ich war tatsächlich überrascht, wie schnell ich die Charaktere mochte. Gerade Jin ist so ein sympathischer und motivierender Typ. Ich saß teilweise grinsend da, ja, let's go, Boys! Der Manga lässt einen aber neben der guten Laune auch mit Rio mitfühlen, der zum Beispiel jede Ausrede sucht, um nicht die weibliche Schuluniform tragen zu müssen, den die Mitschüler mobben oder der wegen seiner Geschlechtsidentität Probleme bei der Jobsuche hat. Umso schöner ist es dann zu sehen, dass er Menschen wie Jin findet, die ihn akzeptieren und er sich auch selbst immer mehr akzeptiert. Band 2 endet auch mit einem Cliffhanger, bei dem ich direkt weiterlesen wollte. Was mir auch direkt aufgefallen ist, dass auf dem Klappentext die richtigen Pronomen, also er, verwendet werden. Ich hatte euch vor einiger Zeit nämlich schon mal einen Manga zum Thema Transgender vorgestellt, der hieß There is no future in this love und den fand ich auch gut, aber da war es leider auf dem Klappentext nicht so. Ich verstehe aber auch, dass es schwierig zu erklären ist. Umso mehr freut es mich, dass es hier richtig gemacht wurde. Vorne gibt's übrigens auch eine Farbseite. Wie immer könnt ihr auf der Carlsen-Website auch in den ersten Band reinlesen, das werde ich euch dann verlinken. Ich wollte auch erwähnen, dass ich die Cover ganz interessant finde, nämlich sind die in 3 Streifen geteilt, wenn man genau hinguckt. Also man sieht es ja auch am Hintergrund hier und auch, dass die Charaktere dann hier andere Kleidung tragen. Ja, was ziemlich gut zu dieser Story passt. Ja, und diese äußeren Streifen sind dann hier auch so ein Glanzpapier, während der mittlere Streifen matt ist. Das ist ein sehr schöner Touch. Ja, also ich persönlich fand den Manga bisher sehr cool. Der hat auch ansonsten ziemlich gute Bewertungen, auch von Transpersonen. Und ich würde ihn euch echt empfehlen, falls euch das Thema interessiert. Die Reihe ist ja auch ziemlich kurz. So, dann habe ich von einer Zuschauerin noch ein paar Mangas bekommen, nämlich Spin-off-Manga von Madoka Magica. Ich liebe ja die Originalreihe und ich wollte auch schon länger mal in diese Spin-off-Manga reinlesen und da gibt's unfassbar viele. Das wusste ich gar nicht, dass es so krass viele gibt. Also es gibt auch noch mehr als die, die ich euch jetzt zeige. Aber ja, vielen lieben Dank an Susanne, die mir die Mangas geschickt hat. Hat mich sehr gefreut. Jo, da haben wir einmal Puella Magi Madoka Magica The Different Story. Die Zeichnungen sind von Hanokage und die Original Story natürlich vom Magica Quartett. Ja, zur Originalstory habe ich ja auch schon öfters mal was gesagt. Hier haben wir auch eine coole Farbseite. Diese Mangas hier, die ich zeige, sind alle in Englisch, denn es gibt keinen der Spin-off-Mangas auf Deutsch, außer einen, nämlich ich glaube, es war Kasumi Magica. Davon habe ich auch ein Band. Aber naja, also sie hat mir immer Band 1 geschickt. Dann, was ich schon mal sehr interessant finde vom Cover her, ist Puella Magi Tart Magica, The Legend of Jeanne d'Arc. Also, ja, hier geht's wohl um Jeanne d'Arc als Magical Girl. Also nicht Shandy Kamikaze-Diebin. Und ja, auch das sieht extrem interessant aus. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt noch keinen dieser Manga gelesen, aber das habe ich noch vor zu ändern natürlich. Ich habe momentan so viele ungelesene Manga. Es ist der Wahnsinn, aber ich versuche mich zu bessern. Hier sind die Zeichnungen von Masu Gitsune und Kawazuku. Naja, und die Story ist natürlich immer vom Magica Quartett, also die Original Story. Ja, dann haben wir als nächstes Puella Magi Oricom Magica. Hier sind die Zeichnungen von Mura Kuroe. Und auch das hat Farbseiten. Yeah. Dazu habe ich dann hier auch noch Oricom Magica Extra Story.
Auch interessant. Ich muss auch dazu sagen, dass die Manga hier alle etwas größer sind als deutsche Manga, vor allem ein ganzes Stück größer als die deutschen Madoka-Manga, denn die sind ja relativ klein und dünn. Aber noch größer ist das hier, Puella Magi Homura Tamura. Parallel Worlds do not remain parallel forever. Ja, das ist wohl mehr so ein Comedy-Ding. Also ihr kennt ja bestimmt diese vier Streifen-Comic-Strips, die halt meistens dann so Comedy sind. Also das sind ja die immer nur so kleine Comedy-Kurzgeschichten, denke ich jetzt mal. Jo, aber ist auf jeden Fall interessant, dass es das auch gibt. Wie gesagt, das war alles nur Band 1 von den jeweiligen Manga. Das sind dann meistens ganze Reihen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall noch viel zu erkunden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie ich die Reihen denn finde. Und ja, ich bin extrem gespannt drauf. Und wir machen spannend weiter, nämlich mit Manga von Naoko Takeuchi. Falls es jemand nicht weiß, das ist die Sailor Moon Autorin. Ja, und da habe ich mir über eBay drei japanische Manga bestellt. Also es gibt ja die meisten ihrer Manga leider nur auf Japanisch. Ja, da haben wir hier einmal Tokimeka Band Nummer 1 und ich muss sagen, der sieht so geil aus. Der hat nämlich dieses Holo-Cover und ich schätze, ihr könnt es gerade nicht so ganz sehen. Aber das ganze Cover ist halt voll von so einer Holofolie. Vielleicht hier hinten, ja, hier, ja, hier hinten könnt ihr es, glaube ich, sehen. Also es hat hier diesen Glitzereffekt und diese kleinen Sternchen, wenn man es ins Licht hält. Und ich finde, das sieht einfach so mega cool aus. Jo, der hat hier vorne auch ein paar cute Farbseiten. Ich mag hier ihren Artstyle sehr gerne. Das hier ist auch der einzige Band, der davon als Taschenbuch erschienen ist. Es gibt aber noch ein paar weitere Kapitel, die halt leider nur dann im Nakayoshi-Magazin erschienen sind. Und ich glaube, die Story ist auch selbst mit diesen Kapiteln nicht wirklich abgeschlossen. Sehr schade, es war einer von ihren, naja, neueren Manga wäre jetzt zu viel gesagt, aber es war halt nach Sailor Moon und danach hat sie ja gar nicht mehr so viel gemacht. Naja, aber es sieht auf jeden Fall spannend aus. Also ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber es scheint so eine Art, naja, Mecha-Dings zu sein, aber halt sehr auf Girly. Also klingt auf jeden Fall irgendwie spannend. Ich werde mir beim Lesen aber auch auf jeden Fall Miss Dream zu Hilfe nehmen, denn das ist eine Seite, wo es auch ganz viel Sailor Moon-Zeug gibt und die haben auch die ganzen Manga von Naoko auf Englisch übersetzt. Also das wird sehr hilfreich sein. Da könnt ihr dann auch die weiteren Kapitel finden. Ja, dann haben wir als nächstes Maria. Das ist ein Einzelband. Und ja, das ist so eine Romance-Geschichte. Ich habe sie auch noch nicht gelesen. Aber ja, das war dann eher eins von Naokos früheren Werken, zumindest vor Sailor Moon. Und ja, es scheint auch auf irgendeiner anderen Story zu basieren, nämlich Daddy Long Legs von Jean Webster oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es scheint jetzt nicht direkt eine Original Story von Naoko zu sein. Es basiert halt zumindest auf etwas anderem, aber mehr kann ich dazu auch nicht direkt sagen. Ja, und dann haben wir noch Prism Time Volume 2. Das ist dann auch in zwei Bänden abgeschlossen. Und ja, das sind vor allem so Romance-Kurzgeschichten. Vor allem hier sind welche von Naokos ganz frühen Werken, also darunter auch ihr allererstes und das, was danach kam, wofür sie dann auch einen Preis bekommen hat. Davon habe ich schon den Großteil gelesen, vorher schon bei Miss Dream. Ja, und ich muss sagen, ihre Romance-Geschichten, die sind jetzt nicht überkrass. Es sind halt relativ normale Romance-Geschichten. Aber schlecht sind sie auch nicht. Also ich fand die eigentlich ganz gut, nur klar, es ist jetzt halt nichts überkrasses. Auf jeden Fall ist es mega interessant, weitere von Naokos Manga zu lesen, denn die sind ja im Gegensatz zu Sailor Moon relativ unbekannt. Und naja, ich habe auch noch vor, darüber mal ein Video zu machen, muss aber sagen, momentan habe ich nicht ganz so die Motivation, diese ganzen Romance-Kurzgeschichten weiterzulesen. Aber naja, wir werden sehen. Dann haben wir mal wieder einen Manga auf Deutsch, nämlich My Roommate is a Cat, Band Nummer 3. Auch da habe ich euch Band 1 und 2 logischerweise schon mal vorgestellt. Die Story ist von Minazuki und die Zeichnungen von As? Futatsuya? Bin ich ganz sicher. Ist bei Carlsen rausgekommen. Ein Band kostet normalerweise 7 Euro und es ist Comedy. Also, was heißt normalerweise? Den habe ich tatsächlich auch mal neu im Laden gekauft. Ja, was ja für mich auch ein bisschen selten ist, weil ich momentan auch nicht so viel in Läden komme, wo es Manga gibt.
Also ich habe Band 3 noch nicht gelesen, aber Band 1 und 2 fand ich ja mega cute, ich als großer Katzenfan. Ja, und es ist wirklich einfach eine süße Story von einem etwas verschlossenen Autoren, der sich eine Katze zulegt, beziehungsweise dem eine Katze zuläuft. Und ja, wie er dann im Alltag so mit ihr klarkommt, und es ist einfach nur mega cute. Und was auch cool daran ist, ist, dass es aus beiden Perspektiven abwechselnd erzählt ist. Also einmal aus der Perspektive des Katzenbesitzers und aus der Perspektive der Katze. Und als nächstes habe ich ein Bücherpaket beim Radiosender Kibo FM gewonnen. Von dem habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Das ist ein Anime-Online-Radiosender mit einer extrem lieben Community. Und ja, da gab es vor einer Weile ein Gewinnspiel, wo man raten musste, welche Songs bei den Charts auf den ersten Plätzen sind. Und ja, ich hatte die meisten richtig und habe gewonnen. Und zwar waren da drin zwei Mangas und drei normale Bücher. Die sind alle von deutschen Autoren, soweit ich weiß. Und was mich total überrascht hat, das wusste ich gar nicht, ist, dass dieser Manga hier tatsächlich von zwei Moderatoren von Kibo FM ist, nämlich von Zero und Kari. Und tatsächlich gehört denen dieser ganze Traumschwingen Verlag, bei dem die ganzen Bücher sind, die ich da bekommen habe. Also fand ich extrem interessant. Ich wusste nicht, dass die einen Verlag haben. Aber ja, den gibt es. Ja, also hier ist der Text quasi von Sascha und Claudia, aka Zero und Kari, und die Zeichnungen von Caroline Tempest. Der Manga heißt Taliel. Und ja, auch den habe ich noch nicht gelesen. Ich kann euch auch nicht viel zur Story sagen, aber ich werde euch mal kurz den Klappentext vorlesen. Catherine Bennett ist ein ganz gewöhnliches Mädchen. Zumindest dachte sie das, bis zwei neue Schülerinnen ihren Weg kreuzen. Und wer ist dieser neue Lehrer, der scheinbar so viel über sie weiß? Was hat er mit den fremden Männern zu tun, die Catherine um jeden Preis in die Finger bekommen wollen? Kostet 7,95 und ist, wie schon gesagt, ein deutscher Manga. Dann haben wir Verlorene Seelen von Rura Finjaki. Und zwar lese ich hier auch wieder den Klappentext vor. Akane Kagayama ist eine 16-jährige Schülerin mit einem ganz normalen Leben. Doch es änderte sich alles, nachdem sie erfuhr, dass ihre leiblichen Eltern vor 16 Jahren starben. Um mehr über sie zu erfahren, besucht sie das alte Haus der Eltern und wird seitdem von Träumen gequält. Auf der Suche nach Antworten stößt sie auf die Legende des Waldes der verlorenen Seelen, dessen Geschichten wahrer sind, als sie glauben möchte. Der Manga kostet 8,95. Und auch da werfen wir mal kurz einen Blick rein. Da gibt es auch hier eine hübsche Farbseite. Und ja, so in etwa ist der Artstyle. Ja, und im Bücherpaket waren dann auch noch drei Romane, nämlich Nagashino 1 bis 3 von Christiane Kromp. Also ihr merkt schon, auch das hier hat aber Japan-Bezug. Ich lese auch hier mal den Klappentext vor. Den 15-jährigen Kenshin, den die Pubertät schwer zu schaffen macht, verschlägt es bei der Besichtigung des historischen Schlachtfeldes von Nagashino unversehens in die Zeit der berühmten Schlacht. Er weiß, dass einer seiner Vorfahren, der damals bei der Schlacht sein Leben verlor, immer noch in seiner Familie umgehen soll. Dieser Vorfahre nimmt ihn jetzt unter seinen Schutz und die Ereignisse um die Schlacht wirbeln Kenshins Leben durcheinander. Nicht nur sein eigenes Leben ist in Gefahr, sondern auch das seiner Vorfahren. Und dann ist da noch die schöne Kohanna. Ja, also es geht hier wohl um eine Zeitreise ins mittelalterliche Japan. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also, vielen Dank nochmal an Zero für die Bücher. Und weiter geht's mit etwas, das jetzt nichts mit Japan zu tun hat, aber ich dachte mir, es interessiert euch vielleicht trotzdem. Nämlich die Märchen von Beedle dem Barden, ein Zusatzband zu Harry Potter. Ja, den habe ich mir gebraucht gekauft für 2 Euro, weil ich mir dachte, das klingt doch eigentlich ganz interessant. Also so Märchen aus der Zaubererwelt quasi. Sehr prominent ist ja auch das Märchen von den drei Brüdern, also mit dem Tod und sowas, was man ja aus dem letzten Band sehr präsent kennt. Naja, und ansonsten sind hier auch noch 4 weitere Märchen drin, also gar nicht mal so viel. Und hinzu kommt noch, dass ungefähr die Hälfte des Buches aus Kommentaren bestehen, zum Beispiel von Dumbledore, wie er etwas über den historischen Kontext von den Märchen erzählt oder welche Versionen es davon noch gibt. Also das ist eigentlich ganz interessant gemacht, dass man das dann so in diese Zaubererwelt einbindet und so ein bisschen Hintergrundinfos dazu hat. Aber es ist halt schade, dass es wirklich nur 4 neue Märchen sind, plus halt das mit den drei Brüdern. Ja, das ist dann schon ein bisschen wenig. Die sind natürlich auch ziemlich kurz immer. Aber die Märchen an sich haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Die meisten davon hatten auch eine ganz coole Botschaft. Und ja, es wirkte schon auch wie Märchen. Also war auf jeden Fall mal ganz interessant.
Dann haben wir etwas, über das ich mich sehr freue, nämlich das Artbook zu Kamikaze Kaito Jan. Ja, ein Manga, den ich persönlich sehr gerne mag und ich liebe auch den Zeichenstil von Arina Tanimura. Und es tut mir leid, dass die Lichtverhältnisse heute so schlecht sind. Es ist sehr dunkel draußen und es geht leider einfach nicht besser. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Es ist ein deutsches Artbook, das wird aber vor allem hinten dann relevant. Ich zeige euch hier mal ein paar Eindrücke. Ah, die Bilder, sie sind einfach nur wunderschön. Ich liebe sie. Sie hat so einen schönen, detaillierten, feinen Artstyle. Und deshalb wollte ich eigentlich schon lange mal ein Artbook von ihr. Ja, und ich habe es dann auf eBay für einen okayen Preis gefunden und jetzt ist es da und ich freue mich sehr darüber. Es ist wunderschön. Naja, und da hinten sind dann auch. Ja, und da hinten haben wir dann ein bisschen Infos dazu und Arinas Kommentare zu den Bildern. Ja, wirklich wunderschön. Ach ja, genau, hier ist dann noch so ein tolles Ausklappbild. Sekunde. So, jetzt könnt ihr es sehen, es ist damit leider ein bisschen schwierig. So, hier ist dann die andere Seite. Ja, es ist wirklich ein unglaublich schönes Buch. Ich liebe es sehr. Und vielleicht werde ich auch noch ein extra Video dazu machen. Da könnt ihr mir dann auch in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Aber mal sehen, ich weiß noch nicht genau. Und es geht weiter mit Magical Girls, nämlich mit, wer hätte es jemals auf meinem Kanal erwartet, mit Sailor Moon. Da haben wir dieses Buch Sailor Moon Rätsel und das finde ich ziemlich interessant, denn man scheint darüber online fast kaum Infos zu finden und auch das Buch selbst, da scheint man ziemlich schwer ranzukommen, aber ich hatte auf eBay das Glück. Es wird online sogar teilweise mit dem Sailor Moon Spielebuch hier verwechselt, aber das ist was anderes, auch wenn es auch vom Unipart Verlag ist, aber sogar vom Inhalt her ist es ziemlich anders. Ja, denn das hier ist ja Softcover und innen komplett schwarz-weiß. Das ist wirklich so ein Kreuzworträtselbuch. Also manche hier sind auch schon gelöst, wie ihr seht. Ja, also Kreuzworträtsel zum Beispiel sind sehr viele drin, aber auch andere Rätsel. Und ja, wie ihr schon seht, ungefähr die Hälfte dieser ganzen Bilder oder sogar über die Hälfte haben eigentlich nichts mit Sailor Moon zu tun. Das sind dann irgendwelche anderen Bilder. Keine Ahnung, was das dann sein soll. Also ja, es gibt halt dann nur die Rätsel, zum Beispiel die Kreuzworträtsel, wo dann die Sailor Moon-Bilder außenrum sind. Aber auch die haben eigentlich nicht viel mit Sailor Moon zu tun. Es gibt ein paar Ausnahmen. Vorne zum Beispiel ist so ein kleines Sailor Moon-Quiz drin. Das ist das hier, das war ganz nett, bis auf die eine Frage hier, die gar keinen Sinn ergibt, nämlich das unterirdische Reich von Beryl heißt anscheinend Yoma. Das ist natürlich kompletter Quatsch, Yoma sind die Dämonen. Naja, also mehr Bezug zu Sailor Moon wäre schon cool gewesen. Vor allem sind es bei den Kreuzworträtseln dann auch immer die gleichen Sailor Moon-Bilder, die da außen rum sind. Und ja, über die Hälfte hat dann irgendwie gar nichts mit Sailor Moon zu tun. Was ich auch noch interessant fand, ist diese Seite hier. Da muss man so einen Weg finden und Sailor Mars Lieblingssänger herausfinden. Und es kommt raus Michael Jackson. Und das ist deshalb interessant, weil Ray Michael Jackson tatsächlich mal kurz erwähnt. Also sie sagt den Namen Michael. Das spielt aber auch wirklich auf Michael Jackson an, weil nämlich die Synchronsprecherin von ihr, also die japanische Synchronsprecherin Michie Tomizawa, ist ein großer Fan von Michael Jackson. Deshalb, ja, ist es sehr interessant, aber ich vermute einfach mal, es ist reiner Zufall. Also ja, das Buch ist nicht überkrass und man hätte sich definitiv Mühe geben können, da mehr Sailor Moon Bezug herzustellen. Zum Beispiel, also die Spielebücher oder auch die Spielmithefte, die haben das ja eigentlich ganz gut gemacht. Naja, aber hier wohl nicht so ganz. Man hätte auch mehr Sailor Moon Bilder verwenden können, selbst wenn die Rätsel damit nichts zu tun haben. Aber naja, ich bin trotzdem froh, dass ich es in meiner Sammlung habe, denn wie gesagt, es ist ein ziemlich unbekanntes Buch und es ist auch schwer, Infos darüber zu finden. Deshalb, bitteschön, jetzt wisst ihr auch, dass es existiert und ihr habt es mal gesehen. Ich finde es halt immer interessant zu sehen, was es damals so alles gab. Naja, damals gab es zum Beispiel auch den Astro Guide hier, den hatte ich auch schon länger mal im Visier. Ja, es ist einfach nur so ein kleines, ja, es ist nicht mal direkt ein Heftchen, man kann das hier nämlich so ausklappen und dann hat man da Infos über die Sternzeichen, ja, was so die Schwächen und Stärken sind, wer der Schutzpatron ist, so Zeug halt.
Das dann natürlich auch mit Bezug auf die Senshi. Ja, also es ist ganz cute gemacht. Es ist jetzt nicht überkrass, aber halt so eine kleine Infosammlung, so das Nötigste zusammengefasst quasi. Und auch hier muss ich zugeben, ich habe es mir eigentlich nur gekauft, weil ich es noch nicht hatte und weil es mich ein bisschen gestört hat, dass ich es noch nicht hatte. Denn ich sammle ja vor allem Medien sehr gerne und da möchte ich schon den Großteil von den deutschen Sailor Moon Medien haben. Natürlich nicht alles, ich werde mir jetzt auch nicht alle Comic-Magazine kaufen, aber halt so diese einzelnen Sachen hätte ich dann doch ganz gerne. Gut, ich muss auch dazu sagen, dass ich den Astro Guide zusammen mit etwas anderem gekauft habe, nämlich mit einem der japanischen Naoko-Mangas. Ja, und da dachte ich mir, komm, dann nehme ich den Astro Guide auch noch gleich mit. Und außerdem, dieses Notizbuch war da auch mit am Start. Ja, das ist einfach ein leeres Notizbuch. Also da haben wir dann immer Luna abgebildet. Ja, es ist innen drin nichts Krasses, aber ich fand das Design sehr schön. Ja, es ist auch Hardcover. Und ich hatte halt noch kein Sailor Moon Notizbuch und dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Notizbücher kann man ja früher oder später immer mal brauchen. So, willkommen hier bei den DVDs. Damit machen wir jetzt nämlich auch weiter. Und zwar habe ich auf eBay ein unglaublich gutes Angebot gesehen, also auf eBay Kleinanzeigen, für Junibyo Love and Other Delusions. Und zwar die komplette zweite Staffel, vier Volumes. Und auch noch von Staffel 1, Volume 1 und 2. Und alles zusammen für nur 17 Euro. Wow! Also das ist wirklich krass. Da muss ich natürlich direkt zuschlagen. Das ist ultra günstig. Auch wenn die Volumes ja mittlerweile auch auf Amazon und so relativ günstig sind für 10 Euro oder so. Aber 17 Euro für 6 Volumes, das ist dann schon heftig. Und ich freue mich mega, denn ich wollte die Serie sowieso kaufen. Ich hatte sie ja vor einigen Jahren schon geguckt und auch ganz cool gefunden. Aber dann habe ich mir ja vor einer Weile den Film gekauft und seitdem finde ich die Serie eigentlich noch besser als damals, muss ich sagen. Hier nochmal ganz kurz die Story. Es geht um das Achtklässler-Syndrom, aber das ist halt keine richtige Krankheit, sondern einfach Jugendliche, die so tun, als hätten sie magische Kräfte, wären Superhelden und so weiter. Also es ist sehr, sehr Comedy-lastig. Man findet sich als Nerd da auch so ein bisschen wieder teilweise. Und es ist aber auch eine sehr cute Romanze. Ja, es ist wirklich ein lustiger, heiterer Anime, den ich sehr, sehr gerne mag. Die DVDs und Blu-rays sind bei Kase rausgekommen. Die Serie ist FSK 12. Und hier haben wir dann auch immer noch ein wunderschönes Booklet mit drin, mit Charakterzeichnungen und Infos, Interviews. Ja, einfach nices Zeug. Das ist dann auch bei jeder Volume drin, aber die werde ich euch jetzt nicht alle aufmachen. Okay, gucken wir uns die Volumes von Staffel 2 auch noch an, die im Schuber drin sind. Die zweite Staffel heißt Heartthrob. Ja. Und das sind sie. Also man sieht vielleicht, der Schuber hat hier und da ein paar Macken, aber für den Preis kann man sich da wirklich nicht beschweren. Ich freue mich auf jeden Fall mega, habe auch schon mit dem Rewatch angefangen. Und dann habe ich mir außerdem noch Volume 4 von Tokyo Ghoul gekauft, damit hier der Schuber von Staffel 1 voll ist. Das habe ich mir dann auf Amazon geschnappt, weil auch hier die Volumes mittlerweile nur noch 10 Euro kosten. Ja, was echt gut ist, denn die haben halt mal 40 Euro gekostet. Aber ich schätze mal, langsam, langsam werden sie vergriffen. Und deshalb will man jetzt die letzten Exemplare noch günstig raushauen. Wäre zumindest meine Vermutung. Ja, FSK 16 bei Kase rausgekommen. Und auch da haben wir dann immer noch ein Booklet drin. Auch hier Infos, Charaktere und so weiter. Ja, also damit habe ich dann auch Staffel 1 komplett. Dabei werde ich es dann aber auch belassen, denn die weiteren Staffeln von Tokyo Ghoul sind jetzt nicht ganz so gut. Da werden mir auch die meisten Leute zustimmen. Ich habe gehört, im Manga soll es besser sein. Aber Staffel 1 fand ich eigentlich noch ganz cool. Wobei ich auch sagen muss, ich habe echt Angst vorm Staffelfinale von Staffel 1, weil das ist wirklich heftig. Und naja, das wird hart, sich das nochmal anzuschauen. Und dann haben wir etwas sehr Besonderes, nämlich die Limited Edition von Tube Clash mit allen drei Filmen. Also die sind hier in diesem edlen Schuber drin mit diesem hübschen Gold.
Da vorne haben wir dann die drei Boxen. Ich bin immer nicht ganz sicher, wie ich den Schuber hinstellen muss. Aber naja, wird schon irgendwie passen. Falls jemand nicht weiß, was Tube Clash ist, erkläre ich es kurz. Das war eine Zeichentrickserie auf YouTube von Dark Victory über YouTuber, die auf einer Insel gefangen sind und sich gegenseitig bekämpfen müssen. Und das Coole daran war, dass die Community entscheiden konnte, wie es weitergeht. Also die konnten Sachen abstimmen, die konnten aber auch eigene Ideen in die Kommentare schreiben. Ja, und dann wurde da jede Woche aufs Neue eine Folge produziert. Und es ist wirklich sehr witzig, es gibt unglaublich viele Anspielungen auf diese YouTuber. Auch wenn ich sagen muss, dass ich viele der YouTuber damals vor allem nicht kannte oder nur vom Namen her kannte. Aber es war trotzdem witzig und es ist einfach ein mega krasses Projekt. Ja, und diese Filme hier, die stellen jeweils eine Staffel dar, aber es wird halt nichts weggeschnitten, es werden sogar eher ein paar neue Szenen hinzugefügt und Fehler und sowas verbessert. Also ja, die Filme sind eigentlich fast wie die Staffel, nur mit ein paar neuen Szenen. Ich habe mir den ersten Film für nur 5 Euro auf eBay geholt, denn ich dachte mir, da kann man ja mal reingucken. Ja, und dann hat mir diese Box so gut gefallen und ich wollte auch die anderen Filme dann unbedingt noch sehen, dass ich mir dann gleich die anderen beiden auch noch geholt habe, auch wenn die deutlich teurer waren. Aber ich wollte dann da auch die Limited Editions, denn da sind halt auch voll viele Extras drin. Aber okay, gucken wir uns doch die Boxen an, die sind wirklich sehr cool. Wie gesagt, viele Extras sind mit am Start. Ja, das kann man hier so aufklappen und dann haben wir hier zum Beispiel den Tube Clash Soundtrack. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir die Limited Editions holen wollte. Ja, denn ihr wisst es ja, ich mag CDs sehr gerne und die Songs von Tube Clash sind unglaublich gut. Da müsst ihr echt mal reinhören, falls ihr es noch nicht kennt. Generell, falls ihr die Serie noch nicht kennt, die ist kostenlos auf YouTube. Bei Dark Victory kann man sich alles noch anschauen. Ja, dann ist hier die CD drin. Und ich finde das einfach sehr cool, dass halt hier der ganze Soundtrack noch mit beiliegt. Dann haben wir einen Sticker und ein Booklet, wo dann verschiedene Charakter-Skizzen und Infos und Zeug drin sind. Dann der Film selber, und zwar einmal auf Blu-ray und DVD, für den Fall, dass jemand keinen Blu-ray-Player hat. Und hier sind auch ziemlich viele Extras noch mit drauf und bei den anderen Filmen sogar noch mehr. Und ein Poster war auch noch drin. Ich denke, so könnt ihr es einigermaßen gut sehen. Es war auch, glaube ich, noch ein Turnbeutel oder sowas drin. Das war bei mir jetzt nicht, aber das wusste ich schon vorher. Ich hätte den Turnbeutel eh nicht gebraucht. Ja, weiter geht's mit der zweiten Box. Da ist einmal dieses kleine Kissen drin. Es soll ein Handykissen sein, steht zumindest drauf. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür man das verwenden soll. Naja, aber es ist ein kleines, süßes, flauschiges Kissen. Dann auch hier den Soundtrack. Ja, ich freue mich vor allem über die Songs, denn die sind wirklich, wirklich gut. Auch hier wieder Sticker, aber diesmal 2 mit Clash A und Clash B. Also das sind die Teams der YouTuber, in denen sie sich bekämpfen müssen. Und ein Booklet auch wieder mit Infos, mit hier Songtext und Charakterskizzen, Artworks, allem Möglichen. Dann auch hier wieder der Film selber auf DVD und Blu-ray, diesmal aber sogar mit 3 Discs. Ich vermute, das ist, weil die ganzen Bonus-Features nicht mehr auf die DVD gepasst haben, denn DVDs haben halt weniger Speicherplatz. Und auch hier ein schickes Poster. Ja, und dann geht's weiter mit dem Final Clash der 3. Staffel. Da war erstmal das hier dabei, eine Couchman-Figur aus Plastik. Ja, der Couchman war ja eine Figur, die am Ende jeder Folge erklärt hat, wie man denn voten kann und sowas. Also ist so ein bisschen das Maskottchen, nenne ich es jetzt mal, von Tube Clash. Ist auf jeden Fall nice, dass man hier gleich so eine Figur mit am Start hat. Als nächstes haben wir Autogramme, was mich sehr überrascht hat. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die nicht standardmäßig bei der Box dabei sind, sondern dass die Person, die mir das verkauft hat, das einfach von einem Event mitgebracht hat oder sowas. Wir haben hier auf jeden Fall Autogramme von Costas Kind und von Dark Victory. Das Witzige ist, ich gucke die beiden YouTuber heute mehr, als ich sie damals geguckt habe. Also die machen heute so LGBTQ-Stuff zum Beispiel. Oder Dark Victory hat auch einen zweiten Kanal über Musicals, den ich auch ganz gern gucke. Dead Boy Walking heißt der. Naja, hier sind aber auch welche, also Postkarten von Staffel 2 mit am Start. Die habe ich aus Platzgründen hier mit reingepackt.
Auch hier Dark Victory und Costa, nochmal Dark Victory und Costa. Echt krass, dieses interessante Bild. Auch nochmal mit Autogramm, sogar zweimal. Ja, dann hier noch eine Postkarte ohne Autogramm, wo die ganzen Clasher aufgelistet sind von Staffel 2. Das hier nochmal ohne Autogramm und ja. Ach ja, hier sind noch mehr Postkarten drin, oh mein Gott. Ja, wie gesagt, die Postkarten sind sowohl von Staffel 2 als auch von Staffel 3. Schönes Gruppenbild. Und so eine durchsichtige Postkarte auf so einem, ja, interessanten Material. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber naja. Dann noch drei Sticker. Also ja, bei Staffel 3 sind wirklich sehr viele Extras dabei. Auch auf der Disc selber, da ist so unfassbar viel Bonusmaterial drauf. Da war auch übrigens der Schuber dabei, in den dann die drei Boxen reinpassen. Auch hier gibt's dann natürlich ein hübsches Booklet. Yeah, Horrorkissen! Und dann haben wir auch hier wieder DVD und Blu-ray. Auch hier wieder drei Discs. Und ich vermute mal, hier war es sogar so viel Bonusmaterial, dass es nicht mal mehr auf die Blu-ray gepasst hat. Und sie die Doku zum Beispiel nur auf dieser Bonus-Disc hier drauf haben. Das hat mich im ersten Moment ein bisschen verwirrt. Der einzige Nachteil an der dritten Box, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass hier keine CD mit dabei ist. Also das wusste ich auch, deshalb hätte ich es auch eben überlegt, mir die Standardversion zu holen. Tja, denn gerade Staffel 3 hat eigentlich die meisten neuen Songs bekommen und die sind auch so geil. Und jetzt sind die halt einfach gar nicht auf CD erschienen. Die gibt's halt nur digital zu kaufen. Ja, mega schade, hätte ich schon gern gehabt. Aber naja, trotzdem coole Box und dafür gibt's halt viele andere Extras. Ach ja, und auch hier natürlich wieder ein Poster. Die Staffel war ein bisschen special, denn da war es halt so, dass die ganzen YouTuber der vorherigen beiden Staffel zurückgekommen sind und dafür nur drei neue YouTuber und dafür dann auch etwas unbekanntere, um die ein bisschen mehr zu promoten. Ich habe mir auch vom Bonusmaterial das allermeiste angeschaut und ich habe dadurch auch nochmal so richtig mehr wertschätzen gelernt, was das für ein krasses Projekt war. Denn die haben ja wirklich nur eine Woche Zeit gehabt pro Folge, um das Ganze zu skripten und dann zu zeichnen, zu animieren, zu schneiden, alles. Denn es war ja eben dieses Ding, dass die Zuschauer mitbestimmen konnten und so konnten sie halt die Story nicht wirklich planen, zumindest halt nicht komplett. Naja, auf jeden Fall, Tube Clash war ein echt geiles Projekt. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Es ist toll. Als nächstes kommen wir zu den CDs. Und da sage ich gleich mal vielen lieben Dank an Blue Angel X, der schickt mir ja öfters mal Sachen. Ja, und dieses Mal waren es zwei CDs von Within Temptation und Evanescence, oder wie man das auch immer ausspricht. Und das hat mich mega gefreut und auch sehr überrascht, denn das sind tatsächlich zwei Bands, die ich kenne und die ich auch sehr mag. Also ja, vor allem Within Temptation. Ich kenne von denen jetzt nicht unfassbar viel, aber was ich gehört habe, fand ich sehr, sehr geil. Ja, und das hier ist das Album The Heart of Everything. Habe ich natürlich auch schon angehört. Fand ich extrem cool, werde ich mir auch noch öfter anhören. Auch hier haben wir dann ein Booklet. Ja, Within Temptation ist so ein bisschen ähnlich wie Nightwish, nur etwas leichter, sage ich jetzt mal. Ja, ich kann es nicht so recht beschreiben, also Symphonic Metal kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, und Evanescence geht auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ihr habt bestimmt schon mal diesen Song gehört mit Wake Me Up Inside. Der ist auch hier drauf. Ja, also die sind halt auch so ein bisschen in Richtung Metal, Rock, Symphonic Metal, Fragezeichen. Ich kenne mich mit den Genres nicht wirklich aus. Ja, die sind aber jetzt im Vergleich zu Nightwish oder so doch ein bisschen ruhiger, haben einen eher langsameren Gesang auch. Ich wünsche mir manchmal, sie wären doch hin und wieder ein bisschen flotter, aber ja, die Musik ist trotzdem gut, gefällt mir. Ich habe von denen ja auch schon dieses Album hier vor einer Weile gekauft, fand ich auch ganz gut. Ich fand aber das, was ich jetzt bekommen habe, noch besser. Ja, und dann habe ich mir im Laden gekauft das neueste Album der Scorpions, Rock Believer. Und zwar einfach nur, weil das runtergesetzt war und ich die Scorpions sehr mag. Und ich dachte mir, ja komm, nehmen wir es doch einfach mal mit. Gucken wir mal, was die heute so für Musik machen. Das ist ja eine Band, die gibt es schon unfassbar lange. Und die sind halt einfach immer noch aktiv und haben da letztes Jahr dieses Album rausgebracht. Ja, sehr cool. Ist halt so eine, ja, klassische Rockband, sage ich jetzt mal. So 80er Rock.
Und ja, auch wenn das Album neu ist, es klingt auch immer noch nach 80er Rock, was ich sehr cool finde. Ist auch ein ziemlich rockiges Album. Ich mag ja zum Beispiel auch die Balladen von den Scorpions sehr gerne, aber nicht nur. Ja, hier haben wir dann die CD, die ist da so reingeschoben. Ich muss sagen, das ist nicht ganz die beste Albumkonzeption. Also das beste Albumdesign, denn man kriegt die CD nicht immer ganz so leicht raus. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe in das Album auch schon vorher mal auf YouTube reingehört. Da fand ich es gar nicht so krass, aber als ich es mir dann so selber auf CD in den Player reingelegt habe, da war es dann doch richtig geil eigentlich. Ja. Kann man ruhig mal auschecken, wenn man die Band mag oder wenn man generell so 80er Rock mag. Aber gut, weiter geht's mit Merchandise. Und da haben wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen Sailor Moon, beziehungsweise jetzt sogar noch relativ viel Sailor Moon. Ja, nämlich diese beiden Dinge habe ich mir zusammen gekauft auf eBay. Nämlich der Mercury-Kommunikator einmal, die Kommunikationsuhr. Kann man sich auch ja so als Armband rummachen. Man kann das Teil auch öffnen. Moment. Ja, und da ist dann so ein kleiner Spiegel drin und eine Fake-Uhr, die immer 17 Uhr an, 19 Uhr anzeigt. Ja, interessant. Ich weiß nicht, warum es gerade 19 Uhr ist. Ich will immer 7 sagen. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr geil. Ich liebe auch diese blaue Metallic-Color hier vorne drauf. Richtig, richtig schön. Und ja, ich hatte noch keinen Kommunikator, deshalb wollte ich unbedingt mal einen haben und dass es dann auch noch der von Mercury ist, freut mich sehr. Außerdem hatte ich eben noch nicht den Eternal Moon Article. Das ist Sailor Moons Brosche aus der 5. Staffel. Das hier ist die Miniaturely Tablet Version. Also ihr seht sie ja im Vergleich zu der Hand extrem klein. Aber sehr, sehr cute. Auch das hier kann man öffnen. Kann man den Stern so wegschieben und ja, kleine Sachen wie zum Beispiel Tabletten reintun oder kleine Süßigkeiten kann man die auch nochmal öffnen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich finde es auch cool, wie der Stern innen hier so durchscheint. Ja, sehr, sehr nice. Ich freue mich extrem darüber. Außerdem habe ich mir ein Sailor Moon Untersetzer-Set gekauft mit, ja, 4 so Kork-Untersetzern. Das sind diese Motive hier. Für nur 4 € insgesamt, also 1 € für jeden. Klar, die sind natürlich gebraucht, aber stört mich überhaupt nicht. Ja, und Untersetzer sind doch etwas, das man öfters brauchen kann. Ich benutze zwar eigentlich nicht wirklich welche, aber ich will mir das etwas mehr angewöhnen, gerade jetzt, wo ich dann die hier habe. Ja, sind auf jeden Fall schöne Untersetzer. Außerdem hat mir Blue Angel X noch was geschickt, nämlich ein Autogramm von Matthias von Stegmann. Das war in Staffel 1 der Synchronsprecher von Tuxedo Mask und er hat damals auch die Synchronregie geführt. Und ja, bei Sailor Moon Eternal hat er das dann auch wieder gemacht und dann hat er Helios gesprochen. Also ja, jemand, der bei Sailor Moon sehr involviert war. Ich mag auch seine Stimme sehr, sehr gerne. Also er ist auch von den dreien mein Lieblingssprecher von Mamoru. Also wenn wir den aus Crystal jetzt mitzählen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich ein Autogramm von ihm habe. Das nächste habe ich eigentlich schon im Dezember gekauft, aber irgendwie vergessen es euch zu zeigen. Naja, aber ich kann es euch auch gar nicht richtig zeigen, denn es ist so ein Poster, aber halt noch eingerollt. Hier seht ihr das Motiv: Luna, Artemis und Diana. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie ahnen, wie es aussehen soll. Aber ich werde es jetzt nicht extra aufmachen, denn das Ding ist, ich habe momentan auch nicht wirklich einen Platz, wo ich es denn hinhängen könnte. Ja, deshalb bewahre ich es mir einfach noch auf, denn man muss es ja nicht sofort aufhängen. Ich kann es ja in der Zukunft irgendwann mal aufhängen. Und ich habe auch vor, das später noch zu tun, wenn ich einen guten Platz habe. Und das Poster ist auch ziemlich groß mit 91 mal 61 Zentimeter. Ja, das habe ich nämlich zusammen mit den Weihnachtsgeschenken auf Elbenwald gekauft. Und da war es halt um 50% runtergesetzt, hat dann 5 € gekostet. Und ich dachte mir, ja, komm, nehmen wir das doch auch noch gleich mit. Ich gebe mir nur selten Geld für Poster aus, aber das ist halt wirklich ein sehr großes und ich liebe natürlich die Katzen. Von daher ist das sehr cool. So, und zum Schluss habe ich dann noch 2 Sailor Moon Figuren. Die stelle ich jetzt mal hier hin, damit ihr es besser sehen könnt. Ich hoffe auch, es geht mit dem Licht. Ja, ich sag's gleich schon mal, das hier ist eine Bootleg-Figur. Ich denke, das sieht man auch, wenn man sich, ups, wenn es dann scharf stellen würde. Ja, wenn man sich ihr Gesicht anschaut, sie ist natürlich nicht so gut bemalt. Das sieht man sehr deutlich. Auch die Haare und das ist ein einziges Knuddelmuddel. Aber sie hat nur 15 € auf eBay gekostet.
Und ich finde einfach diese Idee so geil von Sailor Moon in ihrer Verwandlung mit den ganzen Schleifen und sowas. Das Ganze ist eine Figure Art Zero Jouette und heißt Moon Crystal Power Make-up, soweit ich weiß. Ja, das Original ist natürlich schöner, aber wie gesagt, ich fand einfach die Idee so geil und sie war sehr günstig. Deshalb, ja, bin ich doch froh, dass ich die Figur in irgendeiner Version hier habe, denn das Original ist auch ultra teuer. Ja, ihr habt sie ja gesehen. Ich finde auch diesen Übergang ja, vom Blauen ins Rosane hier unten von den Schleifen ziemlich cool. Ah, Mist, ihr könnt sie gar nicht so gut sehen, weil sie so hoch ist. Ja, ich denke, jetzt geht's ein bisschen besser. Da steht sie. Ihr Karton war auch sehr interessant, denn der gibt sich noch nicht mal Mühe, wie das Original auszusehen. Normalerweise bei Bootleg-Figuren kenne ich es ja so, dass die Kartons halt gleich aussehen, aber ein Sticker fehlt. Ja, aber das hier ist die Box, in der das Ding war. Die sieht halt überhaupt nicht aus wie die Originalbox. Da stehen auch ganz andere Sachen drauf. Und naja, natürlich dann auch Fotos vom Original. So wird die Originalfigur dann aussehen. Aber ich habe auch noch eine originale Figure Zero Jouette, die ich euch zeigen möchte. Nämlich die hier. Tada! Super Sailor Moon, Bright Moon and Legendary Silver Crystal heißt das Ding. Ist natürlich im Sailor Moon Eternal Style, wie man sieht. Die hat auf eBay jetzt 40 Euro gekostet, weil sie ein paar Farbmängel hat. Und klar, das ist immer noch ziemlich viel Geld. Aber dafür, dass die im Vergleich normalerweise so um die 100 Euro kostet, war das doch ziemlich gut und ich musste zuschlagen. Und sie ist auch wirklich unglaublich schön. Ich liebe ja auch Super Sailor Moon. Hier sieht man, ja, am Rock vor allem ein paar Farbfehler, falls ihr das überhaupt durch die Kamera seht. Aber es fällt eigentlich gar nicht auf. Nur wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Und ja, ich finde gerade die Details hier sehr schön, wie hier oben am Mond noch diese kleinen, ups, ihr seht es ja gar nicht, diese kleinen Kristalle dran sind, dieses Ding, was darunter hängt auch. Ja, dann sitzt sie hier auf dem Mond und auf dem, ja, auf dieser Säule, die ans Mondkönigreich erinnert, sie hat den Silberkristall in ihrer Hand. Die Haare haben hier auch so einen ganz hübschen Farbverlauf, um zu zeigen, dass sie da dichter werden. Ist wirklich sehr schön. Ich drehe das Ganze auch noch mal. Wow! Ich freue mich so unglaublich über diese Figur. Ich finde, die ist so ultra schön. Ja, dann zeige ich auch hier mal den Karton und hier am Toy-Sticker sieht man, sie ist original. Hat auch, ja, alle Logos, die dazugehören, alles Bandai hier unten. Da seht ihr auch nochmal Figure Arts Zero Jouette, Super Sailor Moon, Bright Moon und Legendary Silver Crystal. Ich finde es auch ganz cool, wie sie oben tatsächlich so eine Silberkristallöffnung hat. In durchsichtig. Es ist ein sehr hübscher Karton auch. Ja, ein hübscher Karton für eine hübsche Figur. Und nach diesem hoffentlich hübschen Video, das auch hübsch lang war, bedanke ich mich extrem fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was von den Sachen euch am besten gefallen hat oder was ihr generell zu den Sachen denkt oder was euch sonst noch so einfällt. Hinterlasst doch gerne einen Like oder ein Abo, würde mich auch sehr freuen. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.